22 Uhr schließlich geständig war. Diese Person ist mittlerweile wegen einem Angriff gegen mich auch verurteilt worden. Und dies war nur möglich, weil die Polizisten nicht locker ließen. Sie machten nicht Feierabend um 17 Uhr, sondern arbeiten noch bis tief in die Nacht. Sie machten mehr, als man hätte erwarten können. Sie machten mehr, als sie hätten machen müssen. Und das nur, um für Recht und Ordnung in unserer Stadt zu sorgen. Und dafür möchte ich Ihnen, liebe Polizisten, hier und heute meinen herzlichsten Dank aussprechen. Vielen Dank. 5 Jahre linke Hetze haben es nicht fertig gebracht, die AfD Fulda zu stoppen. Und ich kann Ihnen versichern, wir werden auch weiterhin alles tun, dass das so bleibt. Wir waren alle nicht dabei, meine Damen und Herren. Wir sollten deshalb nicht spekulieren und vor allem nicht die Polizei vorverurteilen, wie es aber zum Beispiel leider der Vorsitzende des Ausländerbeirats in Fulda, Herr Aboul-Dekerim, Demir, anfangs gemacht hat. Die Polizei hat in den vergangenen Jahren zunehmend keine Lobby mehr. Dieser bedenklichen Entwicklung versucht unsere Kundgebung auch entgegenzuwirken. Es geht heute Abend um eine öffentliche Geste von Bürgern und von AfD-Mitgliedern an die Polizisten, gegen Demonstranten, mir ein bisschen zuzuhören. Denn wenn sie versuchen, mich einfach nur zum Schweigen zu bringen, ist das ein undemokratisches Verhalten. Und sie beweisen allen Leuten hier in Fulda, dass sie nur Pseudodemokraten sind. Wenn Sie Demokraten sind, wenn Ihr Wunsch ist, hau ab, dann kann ich Ihnen sagen, dieser Wunsch wird nicht in Erfüllung gehen. Und Sie alle als Beamte, da schließe ich die Beamtinnen mit in diesen Sammelbegriff mit ein, als Beamte des Polizeipräsidiums Osthessen, die Sie heute hier Dienst tun, Sie sollen wissen, wir stehen an Ihrer Seite. Wir schätzen Ihren Dienst als einen grundlegend wichtigen Beitrag für unser Gemeinwesen. Und deswegen unterlassen wir auch jegliche Vorverurteilung des Kollegen, der zur Waffe gegriffen hat. Friedlich demonstrieren.